Er lag schon in den Wehen, überquerte in einem Flüchtlingsboot das Mittelmeer und wurde freiwillig alkoholabhängig. Extremreporter Jenke von Wilmsdorf sprach als Keynoter auf der Messe Zukunft Personal in Köln über die Kunst, die eigenen Ängste zu überwinden. Im Interview mit Managerseminare berichtet er über seine Erfahrungen. Was war für Sie vielleicht die wichtigste Lernerfahrung? Die wichtigste Lernerfahrung hat mit dem Beruf eigentlich gar nicht viel zu tun, sondern meine persönlich wichtigste Lernerfahrung war, wenn ich mich meinen Ängsten stelle, nachdem ich sie erstmal erkannt habe, das ist der erste Schritt, und ein bisschen mehr auf meine Bedürfnisse und auf mein Bauchgefühl höre, dann führe ich persönlich ein viel selbstbestimmteres und zufriedenstellenderes Leben. Das hat sich dann nachher auch in meinem Beruf gezeigt und dann habe ich mich immer weiterentwickelt, verfeinert alles, aber das ging schon sehr viel früher los. Ich habe also wirklich irgendwann, nachdem ich von Ängsten eingeklammert war, einfach keinen Bock mehr gehabt, mich von Ängsten daran hindern zu lassen, selbstbestimmt und zufrieden zu leben und zu arbeiten. Sie ermutigen Menschen auch immer wieder zu Grenzerfahrungen zu machen. Dennoch ist es ja schwer für Menschen manchmal diesen Schritt zu tun. Was würden Sie sagen, warum lohnt es sich dennoch? Weil es dramatisch wäre, einmal eingeschlagene Wege nicht mehr verlassen zu wollen. In dem Bewusstsein, dass noch sehr viel mehr in einem schlummert, Neugier, Bedürfnisse, Energie und Kraft. Und wenn man das nicht rauslässt, dann führt das, glaube ich, auf Dauer zu einer Stauung. Und dann tauchen irgendwelche Symptome von Krankheiten auf, bis hin zu einem Burnout. Also ich wage zu bezweifeln, dass die meisten Menschen einen Burnout erleben, weil sie jetzt wirklich überfordert sind, sondern ich glaube, dass ihre Sicht auf die Ansprüche eine falsche ist und dass sie die Dinge, die sie leisten müssen, gar nicht so leisten wollen, wie sie das müssen. Und das bringt sie in einen solchen Konflikt, dass dann sowas wie ein Burnout, eine Überforderung entsteht. Und ich für mich habe herausgefunden, dass ich viel kreativer und auch für einen Arbeitgeber viel interessanter und nützlicher bin, wenn ich wirklich so viel Jenke sein kann, wie nur möglich. Natürlich mit den ganzen Techniken, die verlangt werden für den jeweiligen Beruf. Ich bin vorbereitet, ich recherchiere, ich gehe nicht Tolkien an irgendwelche Sachen heran, aber ich bin halt einen Schritt mutiger und lasse mich von Ängsten nicht so leiten. Und ich glaube, das kann jeder auf seinen eigenen Alltag, auf sein eigenes Leben übertragen. Einfach mal etwas wagen. Schritt für Schritt, nicht alles auf einmal, aber Schritt für Schritt und sich damit quasi mehr Selbstbewusstsein aufbauen, um damit auch Energien quasi zu aktivieren in einem selber, die von allen nur ein Vorteil sein können. Haben Sie da auch was, so eine Idee, was vielleicht mal so ein Experiment sein könnte hier im Arbeitsumfeld oder im Personalwesen? Ach, mit Sicherheit bieten sich da eine ganze Menge Experimente an. Ich glaube, so ein Experiment, dass man eine Firma komplett neu aufstellt, oder vielleicht das ist zu früh, aber wenn man in ein Unternehmen reingeht und einfach mal die Position wechselt. Da gibt es ein relativ bekanntes RTL-Format, was das auch gemacht hat. Aber das ist natürlich der richtige Ansatz, ne? Also als Quereinsteiger in so ein Unternehmen kommen und da mal ein paar Wochen lang das Unternehmen als Quereinsteiger mit neuen Impulsen, mit neuer Betrachtung und sowas zu versehen. Ich glaube, das wäre ein interessantes Experiment. Was würde aus diesem Unternehmen, das kann man natürlich jetzt nur im Kleinen oder Mittelstand machen, aber ich glaube, das würde sehr erkenntnisreich sein und definitiv auch dem Unternehmen nutzen, weil wir sind, glaube ich, alle zu festgefahren und bewegen uns immer nur in eigener Blase. Und wenn man da von außen mal kommt mit komplett anderen Ansätzen, was hier vielen Menschen Angst macht, kann das nur bereichernd sein. Also das wäre so ein Experiment, denke als Geschäftsführer von einem kleinen oder einem mittelständischen Unternehmen für eine Zeit lang. Wir haben auch eine gute Versicherung bei RTL. Wenn ich den Laden an der Wand fahre, dann gleichen wir das aus.